Richtig gelesen. In Japan herrscht Linksverkehr. Das heißt, wenn man als deutscher Tourist dort vor Ort ist und die Straße überqueren will, muss man eben einmal umdenken, von wo das Auto oder eben der Isekai-Truck kommen kann. Einmal kurz zur Erklärung. Isekai-Truck kommt aus dem Fachjargon der Anime-Sprache und bezeichnet den Truck, der den Protagonisten anfährt und dann in eine andere Welt schickt, in der er auf einmal super stark ist und nur noch von großbrüstigen Frauen umgeben ist. Aber zurück zum Thema, wieso herrscht in Japan eigentlich Linksverkehr? Denn es wurde A, nie vom Vereinigten Königreich kolonialisiert und B, herrscht auch im Großteil der Welt sowieso Rechtsverkehr. Und C, haben wirklich, wie auf dem Thumbnail abgebildet, die Samurai damit zu tun, dass im heutigen Japan Linksverkehr herrscht? Um das herauszufinden, müssen wir einen Zeitsprung zurückmachen in die Edo-Zeit oder wahrscheinlich den meisten auch bekannt als die Zeit der Samurai. In dieser Zeit war es nämlich so, wie heute auch, dass es eben nun mal mehr Rechtshänder als Linkshänder gab. Und dementsprechend haben die Rechtshänder auch eben ihr Schwert immer auf der linken Seite getragen, wodurch es eben einfacher ist, wenn sie auf der linken Seite gehen, ihr Schwert zu ziehen, ohne an eine Person, die rechts von ihnen steht, zu geraten. Zu dieser Zeit war eben der Linksverkehr, zumindest für die Samurai, dadurch sehr praktisch, dass es eben einfacher ist, sein Schwert von der linken Seite zu ziehen. Und wenn eben an der linken Seite nichts ist, also keine Menschenmassen und so, kann man eben schneller ziehen als jemand, der eben sein Schwert irgendwie noch aus einer Menschenmasse oder so rausholen muss und dann eben deutlich länger braucht. No, not good enough. Außerdem ist es so, dass es bei Rechtsverkehr dazu hätte kommen können, dass, Achtung, wenn jetzt Kinder unter 5 Jahren im Haus sind, haltet ihr mal bitte kurz die Ohren zu, dass die Schwerter, die noch in der Scheide, also dem Teil, wo man das Schwert danach wieder rein tut, steckten, aneinander gerieten und so eben ein tödliches Duell entfachen könnten. Und da die Samurai das eben nicht wollten, war zumindest für diese Bevölkerungsgruppe der Linksverkehr schon damals üblich. Dieser Teil der Geschichte ist natürlich sehr episch und passt perfekt in das japanische Weltbild, was wir oft im Westen haben, vom Bushido und Samurai geprägten Land der aufgehenden Sonne. Aber ich würde mal behaupten, dass dieser Teil der Geschichte nur ein Teilgrund dafür ist, wieso tatsächlich Linksverkehr in Japan herrscht. Denn ich würde sagen, der Hauptgrund, wieso Linksverkehr heutzutage in Japan herrscht, ist, dass im Jahre 1872 sich drei Länder dafür beworben haben, eben für oder mit Japan ein Schienennetz für Eisenbahnen zu bauen. Und unter den Ländern, die sich eben für dieses Projekt beworben haben, waren Frankreich, Amerika und eben England. Und zum Glück, ja, Deutschland war nicht dabei, weil wenn Deutschland dabei gewesen wäre, wüssten wir, wie es heute dort aussehen würde mit den Zügen. Aber kommen wir zurück zum Thema. Drei Länder, welches davon hat wohl den Zuschlag bekommen, wenn heutzutage dort Linksverkehr herrscht? Richtig, England. Und die Engländer haben, wie zu erwarten, die Züge und das Schienennetz eben so gebaut wie in ihrem eigenen Land, also auf Linksverkehr ausgelegt. Und es war nun mal so, dass auch für folgende Erfindungen, wie zum Beispiel Straßenbahnen oder auch andere Transportmittel, einfach dieser Linksverkehr übernommen und immer weiterentwickelt wurde. Ein weiteres wichtiges Ereignis ist dann das Jahr 1902, in dem Passanten erstmals von der Polizei in Tokio dazu aufgefordert wurden, doch bitte auf der linken Seite zu gehen. Diese Forderung wurde dann 22 Jahre später, also im Jahre 1924, offiziell und im Gesetzbuch niedergeschrieben. Interessanterweise ist es ja so, dass die Amerikaner den Zuschlag für dieses Bauprojekt nicht bekommen haben, aber nach dem Einfall auf Okinawa haben sie dann zumindest das System wieder von Linksverkehr auf Rechtsverkehr umgestellt. Natürlich wurde dieses System dann wieder was von links auf rechts wieder auf links umgestellt und zwar im Jahre 1978. Von links nach rechts, von rechts wieder nach links klingt das Ganze hier schon fast wie ein Politikvideo. Und als Meister der Übergänge, wie ich es bin und im besten Fall auch euer Friseur, will ich nur mal wissen, was hier auf diesem Kanal aus deiner Perspektive kommen soll. Denn ich habe zum Beispiel gesehen, anhand der Aufrufe oder auch Kommentare, dass zum Beispiel Politikvideos sehr gut ankommen, während Videos über Sprache kaum wünschenswert scheinen. Und deswegen will ich dich fragen, was du zukünftig als Abonnent oder Zuschauer dieses Kanals hier sehen möchtest. Schreib mir deswegen gerne in die Kommentare, was du in Zukunft hier sehen möchtest. Und wir sehen uns dann vielleicht nächste Woche schon wieder bei deinem Traumvideo hier auf dem Showmaker Japan Kanal. Damit noch eine schöne Woche und ja, das war's dann auch schon. Ich habe kein Outro. Haut rein, Freunde.